Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Shadowbringers. Immer noch bei der neuen 5.4 Main Story. Das Aufstellen und Einrichten der Türme könnt ihr getrost Raha und mir überlassen. Das haben wir unter Kontrolle. Aber der Betrieb unserer Magitech-Helferlein ist eine ganz andere Sache. Dafür bräuchte ich eure Hilfe. Konkret benötigen wir Erdseim als Saft in den Drähten unserer Konsolen und Eisscherben als zusätzliche Kühlung. Je mehr davon, desto besser. Die Eisscherben übernehme ich. Die Abenteurer in und um den Sonnenstein helfen sicherlich gerne. Und mit ihren Zutun sollte auch eine ordentliche Menge zu beschaffen sein. Gut, dann dürfen sich Qualis und Alize um den Erdseim kümmern. Den nötigen Papierkram habe ich schon erledigt hier. Nehmt diese Garland Einwechselschein. What? Er hat eigene Einwechselschein? So. Er druckt die wahrscheinlich selber. Die gibt ihr sowohl in Ishgard bei der Himmelsstahlwerkstatt als auch bei der Erdseimfabrik im nördlichen Tanalan. Dort händigt man euch die angemessen. Okay. Klar. Machen wir doch. Hatten die nicht einen eigenen Teleport? Ja. Entschuldigung, Stadt-Itheriten. Nicht, dass ich wieder gemeuchelt werde in den Kommentaren, wenn ich Teleporter dazu sage. Tag, hi. Ich habe hier was abzuholen. Na, verstehe. Um Erdseim geht es also. In dem Fall muss ich dich bitten, unseren Ingenieur am Luft. Okay. Jetzt wollen wir hier verarschen. Komme ich eigentlich so runter, ne? Welcher war das? Sankt. Jawohl, ich bin der für den Erdseim zuständig. Angesichts der angespannten Situation in Galmal sind die Preise jedoch ordentlich gestiegen. Deshalb muss ich auf eine Bezahlung bestehen. Chris ins Gesicht. Nimm das. Tut mir leid. Einen Einwechselschein kann ich zurzeit nicht annehmen. Wir handeln gerade nur gegen Bares. Soll ich ihm mein Speer zeigen oder was? Oh, da kommt der Chef persönlich vorbei. Jetzt gibt's aber Haue. Was für eine angenehme Überraschung, dich zu treffen. Halleluja! Ich hatte schon während der 6-Staaten-Konferenz nach dir Ausschau gehalten. Ich bin noch kein Oberhaupt, aber das kommt vielleicht noch. Ich muss nicht immer dabei sein.
Vermutlich hast du schon davon gehört, aber jedes Mitglied der Allianz hat sich dazu verpflichtet, verstärkt gegen die Primae und deren Einfluss vorzugehen. Ishgard hat ihrerseits den Ältesten der Vanuvanu eingeladen, um eben jene Maßnahmen zu diskutieren. Und jetzt, wo unser Konflikt mit dem Galäischen Kaiserreich sich dem Ende zu neigen scheint, gedenke ich dafür auch die Hilfe von Estinien in Anspruch zu nehmen. Doch der Gute ist wie immer wie vom Winde verweht. Hat er nicht vor kurzem im Sonnenstein seine Aufwartung gemacht? Bitte lass mir doch eine Nachricht zukommen, wenn du ihm das nächste Mal begegnest. Und wo wir schon davon sprechen, hast du ebenfalls vor, dich zur kaiserlichen Hauptstadt aufzumachen? Ah, eine Heilung der Besessenheit also. Ein solch nobles Unterfangen sieht dem Bund der Morgenröte ähnlich. Dies dürfte auch ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die Primae werden. In diesem Fall lasse ich sofort die Werkstätte benachrichtigen, damit man euch so viel Erzsalm wie nur möglich zur Verfügung. Geklärt, aus. Bezahlung entfällt. Und bitte, nehmt ein Ishgarder Luftschiff für eure Reisen. Ich möchte euch unterstützen, wo immer es mir möglich ist. Jetzt, kostenlos. Sagt der Typ, er will richtig Bezahlung haben. Am Arsch. Achso, ja, Erzsalm ist einfach nur Öl. Oder so eine Art Öl. Steht alles voll, Junge. Ich bin erledigt. Was müssen diese ollen Erzheimfässer auch so grauenhaft schwer sein? Du warst natürlich clever genug, sie dir von jemandem tragen zu lassen. Warum bei den Höllen bin ich nicht auf diese Idee gekommen? Gute Arbeit, ihr beiden. Aber Moment mal, so viel hatten wir doch gar nicht bestellt. Der gute Emmerich. Natürlich. Ich habe meinerseits ebenfalls die nötigen Vorbereitungen abgeschlossen. Einfach war es nicht, aber glücklicherweise hatte ich ein helfendes Paar Hände. The boy is back. Lang ist's her. Ich weiß. Die Besessenen interessieren mich herzlich wenig, aber... Ein Prozess, dem selbst die Alager nicht Herr werden konnten? Das kann ich mir unmöglich entgehen lassen. Außerdem hätte der werte Herr Garlond mich sonst vermisst, nicht wahr? Ich muss nur an diese gigantische Rechnung denken, auf der du uns hast sitzen lassen. Nein. Du wirst arbeiten. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Ähm,
Wo war der Text zu dem, was er gerade gesprochen hat? Sicher, sicher. Aber das ist nicht der Grund für meinen Elan. Nein, ich denke hier an mein zukünftiges Ich. Ein Genie, das selbst vor Raum und Zeit nicht Halt macht. Ich, der ganz sicher den Löwenanteil jener bahnbrechenden Forschung zu verantworten hat. Nein, ich kann mich durch Abwesenheit an diesem Projekt nun unmöglich selbst enttäuschen. Den Löwenanteil also. So, so. Du gibst also zu, dass selbst das große Genie nicht alles alleine schaffen konnte? Ha, jemand muss schließlich das Klemmbrett für mich halten, nicht wahr? Übrigens, die heilenden Kräfte des Kristallfokus lassen sich auch gut für unsere Zwecke einsetzen. Mikotos Kenntnisse der Ätherologie sind wirklich beachtlich. Also gut, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Simulation kann beginnen. Der Start ging ja schon mal problemlos über die Bühne. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das gute Stück die optimale Vorgehensweise ermittelt hat. Entspannt euch ein bisschen nach all der harten Arbeit. Die alle im Sitzen schlafen können. Alarm, Alarm, Alarm. Verflucht noch eins. Das System ist überlastet. Chef, das Ding geht gleich hoch. Schaltet es ab, schnell. Halt, wartet. Die Simulation ist beinahe abgeschlossen. Die Lösung zum Greifen nah. Wir fliegen mit dem Gerät in die Luft, ja. Huch, das sieht aber gar nicht gut aus. Oh, komm schon. Da. Keine Sorge, ich konnte die Ergebnisse verinnerlichen, bevor die Maschine ihren Geist aufgegeben hat. Die Theorie scheint hieb- und stichfest. Besessenheit ist heilbar. Easy. Keine Chance. Das Ding ist futsch, Chef. Mausetot. Entschuldige. Das ist gänzlich meine Schuld. Nicht doch. An Reisen durch Zeit und Raum kommen wir zwar noch nicht heran, aber die Heilung von Besessenheit? Das ist ein immenser Schritt nach vorn, der sehr viel Gutes tun wird. Dagegen ist ein einzelnes Magitech-Gerät ein wirklich kleiner Preis. Na, da hast du wohl recht. Also dann, den Rest müssen wir euch Experten überlassen. Viel Erfolg, meine Lieben. Aufräumen, meinte er. Aufräumen.
Damit haben wir nun wirklich eine handfeste Methode zur Heilung der Besessenheit. Kaum zu glauben. In der Tat. Aber noch ist und bleibt es eine Theorie. Erst die konkrete Anwendung wird zeigen, ob sie sich auch in die Praxis umsetzen lässt. Ich will es versuchen mit Gabo. Bei ihm äußert sich die Besessenheit vergleichsweise milde, habe ich den Eindruck. Hauptsache, wir gehen mit der notwendigen Vorsicht an die Sache heran. Aber so viele schlaue Leute haben ihre Energie in diese Heilmethode gesteckt, dass sie einfach klappen muss. Hier nehmen wir keine Zeit mehr. Gabo hat lange genug gelitten, auch nach Limsa Lumensa. Guckt mich nicht so an. Zu kurz. Gabo ist hier untergebracht, seitdem er besessen ist. Ich werde nachfragen, ob wir ihn sehen dürfen. Hier ist er. Hallo, Gabo. Na, hast du es dir gut gehen lassen? Leider ist Gabus Zustand unverändert. Er spricht nicht, er spielt nicht. Er sitzt nur herum und starrt vor sich hin. Alles wird gut. Wir kriegen dich schon geheilt. Versprochen. Huch, na, das ist aber ein glücklicher Zufall. Mehr Arbeit für uns. In der Tat. Ich hatte ja gehört, dass ihr zu Primae Bekämpfung in der Gegend seid. Aber dass wir uns wirklich treffen würden. Wir hätten eigentlich an einer limsischen Konferenz zu dem Thema teilnehmen sollen. Doch sie wurde abgesagt, weil eine bestimmte Gruppe von Piraten mit Abwesenheit glänzte. Wohl oder übel wollten wir uns also auf den Weg zurück in den Sonnenstein machen. Und da haben wir euch bemerkt. Wenn ihr Gabu besucht, bedeutet das vielleicht, dass ihr bereits einen Ansatz zur Heilung der Besessenheit gefunden habt? Also, hat das Magitech-Terminal die optimale Herangehensweise simuliert? Verstehe ich das richtig? Faszinierend. Mit der Quixie wird die geschädigte Seele revitalisiert. Und mit der abgeänderten Form der Erinnerungsübertragung auch der fanatische Primae-Glaube ausgehebelt. Ja, die Äther-Theorie dahinter ist schlüssig. Ein Problem sehe ich jedoch. Wenn die Seele zuerst revitalisiert wird, führt das zu einem erneuten Erstarken des Primae-Glaubens. Und eine beschädigte Seele ist nicht imstande, alle Erinnerungen aufzunehmen, die auf sie übertragen werden sollen. Folglich müssen beide Vorgänge zeitgleich stattfinden, damit diese Methode zu Erfolg führen kann. Damit triffst du den Nagel genau auf den Kopf. Es sollte uns jedoch gelingen, die Magie des Seelentransfers auf unsere Quixie zu übertragen. Richtig. So kann Angel beide Vorgänge gleichzeitig aktivieren.
Und praktisch ist es zudem, denn so muss Raha nicht jedes Mal selbst zaubern. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Um die Quixi mit der vom Terminal ermittelten Methode zu infundieren, bedarf es einer enormen Menge an Äther. Als ich mich noch auf die Kraft des Kristallturms stützen konnte, war so ein Unterfangen kein Problem. Aber jetzt... jetzt bin ich nur ein ganz normaler Abenteurer. Alleine schaffe ich das nicht. Wenn das so ist, dann kannst du getrost auf mich und Ishtola zählen. Ganz genau. Auch wenn ich seit einer halben Ewigkeit nicht viel mehr tue, als mir den Hintern in Konferenzen Platz zu sitzen, meine magischen Kenntnisse sind nicht zu unterschätzen. Ich danke euch beiden. Nun denn, verlieren wir keine weitere Zeit. Was wir als Main Character haben irgendwie so 8-mal so viel Äther wie jeder andere durch unsere Lichtkristalle, aber wir müssen nichts machen. Und jetzt der Seelentransfer. Das sollte genügen. Bei Nymea, das war wirklich eine enorme Menge an ätherischer Energie. Nun, wir versuchen uns hier an einer Methode, an der selbst die alten Alaga gescheitert sind. Von einfach war nie die Rede. Gut, Alize, jetzt kommt es auf dein Können an. Die tatsächliche Behandlung ist langwieriger und komplexer als unser magisches Wirken. Suchen wir dir einen Raum, in dem du dich in Ruhe konzentrieren kannst. Ich werde ihr assistieren. Dich bitte ich um Geduld. Du bist schließlich ihre größte Stütze. Ich habe die anderen beiden, die mir gleich einen Auftrag geben, es ist okay. Bei ihr bist. Wir gehen auch diesen Schritt gemeinsam. Sie das doch schon kommt, dass ich gleich wieder abgegeben werde, als Handlanger. Ich werde Gabu nicht im Stich lassen. Wünscht mir Glück. Und so beginnt die bange Zeit des Wartens. Doch ich habe Vertrauen in meine Schwester und weiß, dass sie mit guten Nachrichten zu uns zurückkehren wird. Lass das los. So. Ich schaff das noch. Nee. Da sollst du hinklicken. Danke. Dann bleibt uns nichts als warten. Jetzt das Warten. Warum rennst du weg? Für Eorzea, das seit Jahren mit den Prima erringt, ist die Heilung der Besessenheit ein wahrhaftig bahnbrechender Erfolg. Wenn ich ehrlich sein darf, ich hatte nie an eine solche Rettung geglaubt. Weder für die Leute hier, noch für die Bewohner des ersten Splitters. Ich dachte, es sei das Vernünftigste, diese harte Wahrheit zu akzeptieren. Der beste Weg, damit umzugehen. Aber Alize hat nie aufgegeben. Erst hat sie Halrik erfolgreich geheilt und jetzt... jetzt teilt sie die Besessenheit. Ich bin unglaublich stolz auf sie. Sie spornt mich an. Mit ihrer Sturheit aber auch wirklich niemals aufzugeben. Meine Güte, ich kann so viel von ihr lernen.
Ha, da hast du wohl recht. Aber du kennst sie ja. Wenn ich ihr so etwas ins Gesicht sage, fühlt sie sich veralbert und wird wütend. Das war so klar. Alizée, ist alles in Ordnung? Hat es denn funktioniert? Er kann auch stehen. Ganz easy. Alvino! Hallo! Und ihr anderen! Gabu! Du... Ach, jetzt muss ich das nur noch so 70, 80 Mal machen und dann... Gabu war fast ganz Titan. In Gabus Kopf alles voll mit Titan. Das ist aber auch... Welche Stimme ist das? Das ist auch von einem anderen NPC. Mama und Papa waren auch da. Ganz klein manchmal, aber immer da. Deswegen war nie ganz Platz für nur Titan. Abu hat sich doll angestrengt. Nicht an Titan denken, sondern an Mama, Papa, Alizée und euch. Eure Hoffnungen und Wünsche haben Alizée viel Kraft gespendet. Und letztlich... Letztlich hat Gabus starker Wille den entscheidenden Unterschied gemacht. Das ist wahr. Du bist der allertapferste Kobold, den ich kenne. Alizée ist auch tapfer. Tapfer und toll. Kannst du auch Freunde heilen? Aber klar, wir werden alle heilen. Ganz fest versprochen. Wir sollten den anderen von unserem Erfolg berichten. Die Heilung der Besessenheit erfordert ein ungemeines Maß an ätherischer Energie. Alizée hat es zwar geschafft, Gabu eigenhändig zu kurieren, aber bei schwereren Fällen könnte ein Heiler nicht genügen. Laut unserer Theorie ist es uns zudem nur möglich, die Seele zu heilen. Ist der Körper allerdings auch betroffen und durch Ätherausbrüche mutiert, können wir nichts tun. Darüber hinaus ist unsere Methode derart komplex, dass sie nicht von jedermann angewandt werden kann. Lass eine Maschine machen, wir können das. Haben wir gesehen. Dennoch ist Gabus Genesung ein riesiger Schritt nach vorn. Jetzt müssen wir einen Weg finden, so viele Besessene wie möglich zu heilen. Dafür benötigen wir mehr Quixis. Besser gesagt, wir brauchen massenweise Quixis. Sie entstammen dem ersten Splitter, aber können wir sie auch hier erschaffen? Was das Wissen rund um Familiare betrifft, so gibt es nur eine wahre Expertin, Matoya. Ah, so also kommen wir in den neuen Matoya. Dungeon. Gabu. Geh doch zu der netten Mahlstrom-Soldatin zurück, ja? Wir sehen uns ganz bald wieder. Danke, Alizée. Mach's gut, Alizée. Ich habe Matoya seit unserer Rückkehr noch nicht besucht. Eine großartige Gelegenheit, das nun nachzuholen, auf zu ihrer Höhle.
Hört sich schon ein bisschen komisch an, wenn sie das so sagt, aber ja. Dahin. Wollen wir doch mal sehen, ob sich die ehrenwerte Lehrmeisterin auch ordentlich über die Rückkehr ihrer Lieblingsschülerin freut. Wir müssen nicht mal in die Höhle reingehen. Schon wieder die ganze Horde in mein Zuhause ein. Könnt ihr eine alte Frau nicht in Ruhe ihrem Tod entgegensinnen lassen? Hättest du einen Moment Zeit, bevor du deine letzte Reise an der Seite des gütigen Tal antrittst? Ich habe dir noch etwas zu sagen. Meine liebe Matoya, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du über unsere Körper gewacht hast. Nicht doch, Kindchen. Wobei ich mich ernsthaft gefragt habe, was beim Borogo euch in dieser anderen Welt so lange aufgehalten hat. War der Tee so gut? Hast du deine Heimat ganz vergessen, Stola? Der Tee war tatsächlich ganz hervorragend. Danke der Nachfrage. So gut, dass ich gerne noch ein paar Jahre länger hätte dort bleiben können. Erforscherin einer verschollenen Zivilisation, Sucherin der Wahrheit, Untertan in der Nacht. Unsere Ishtula hatte viele Namen im Splitter, aber die Leute kannten und liebten sie vor allem als Matoya. Plaudert Secrets aus hier jetzt. Nun, das Volk, bei dem ich lebte, spricht sich nicht mit Geburtsnamen an und dein Name war der erste, der mir in den Sinn kam. Dir meinen Namen für deine Flausen zu borgen, Kind. Hast du gehofft, dass so ein Teil meiner Weisheit auf dich abfärbt? Als brave Schülerin will ich doch nur meine Meisterin ehren und deren Studien. Wenn sich dir die Antwort nicht erschließt, besinne dich auf das Wissen derer, die vor dir kamen. Nicht wahr? Und dürfte ich noch erfahren, wer das da ist? Verzeiht, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name lautet Gratia, meines Zeichens das neueste Mitglied im Bund der Morgenröte. Sag ruhig, allergischer Kaiser, das hilft. Auch ich, vor allem ich, möchte euch meinen tiefsten Dank für die Pflege der Exegeten ausdrücken. Der Zustand ihrer Körper war allein auf meine unvollkommenen Beschwörungen zurückzuführen.
Ah, der allergische Königssohn. Der alte Baldesion hat mir von dir erzählt. Und meine Enkelin hier hat mir eine Kurzfassung deiner Geschichte zukommen lassen. Aber genug davon. Meine Knochen sind zu alt für solchen Unsinn. Und ich bin auch wirklich nicht in der Stimmung dazu, einem jungen Bürschchen wie dir die Lauscher lang zu ziehen. Die sind schon lang, also... Die können nicht viel länger werden. Galuf hat mir übrigens auch schon viel von euch erzählt. Es ist mir eine Ehre, euch endlich persönlich kennenzulernen. Sicher, sicher. Wenn wir dann alle Höflichkeiten erledigt hätten, sagt mir doch, was euch zu mir führt. Ein Familiar wie dieses hier zu erschaffen, ist durchaus machbar. Aber die Sache mit der Transfermethode, die ihr ermittelt habt, das ist schon schwieriger. In der Tat. Und da ich mit meinem allergischen Blut der Einzige bin, der sie anwenden kann, müssen wir einen Weg finden, ihren Zauber auf ein Familiar zu übertragen. Also braucht ihr die alte Matoya, um euch ein Schweinchen herzuzaubern, das derartige Magie in sich tragen kann. Wenn es nun um eins oder zwei ginge. Aber ihr braucht einen ganzen Stall voll Vieh. Und dann auch noch diese Methode auf alle zu übertragen. Anstatt sie einzeln ins Leben zu rufen, bräuchte man wohl einen Zauber, der die fertigen Schweinchen fortwährend gebiert. Eine Muttersau sozusagen. Nun gut, ich kann ja doch nicht Nein sagen. Ein klitzekleines Problemchen gäbe es da aber noch. Für ein ordentliches Familiar brauchen wir vor allem jede Menge Zutaten und Werkzeug. Fug. Du meinst doch nicht etwa dein altes Atelier im Manufakturviertel? Du liebe Zeit, das haben wir seit dem großen Ausbruch nicht mehr betreten. Da drin muss es doch wie Kraut und Rüben aussehen. Ein paar wilde Tiere haben sich sicherlich eingenistet. Und die Überbleibsel von Familiaren schwirren wohl auch darin umher. Für euch aber doch sicher kein Problem. Ich helfe euch mit eurem Schweinchen. Ihr räumt mir dafür die Werkstatt auf. Überhaupt gar kein Problem. Dein Atelier ist in Windeseile frei von Ungeziefern, werte Matoya. Das hören meine alten Ohren gern. Also dann... Verplempern wir nicht noch mehr Zeit. Mit meinem Porogos warten wir eigentlich an der Werkstatt. Okay. Aha, aber rauslaufen muss ich noch, oder wie?
Okay, dann jetzt oben rechts in der Infokarte der Link zur Dungeon. Ansonsten die Dungeon natürlich selber, das Video dazu auf dem Dungeons, in der Dungeons Playlist dazu. Und hier geht's dann im nächsten Part mit der Story weiter.